Fehlende Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind europaweit ein Problem. Das soll das Gemeinschaftsprojekt Unity ändern. Shell schließt sich dem Gemeinschaftsprojekt Unity an. Quelle: Udo Weitz, apa/Deutsche Presseagentur. Shell kooperiert mit deutschen Autoherstellern beim Aufbau von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Der Ölkonzern schloss sich dem Gemeinschaftsprojekt Unity von BMW, Daimler, Volkswagen und Ford an. Shell plant im Jahr 2019 in mehreren europäischen Ländern zunächst mit Schnellladestationen an 80 Autobahnen. Insgesamt plant Unity in Europa bis 2020 rund 400 solcher Lademöglichkeiten. Laut Shell kann der Ladeprozess potenziell auf 5 bis 8 Minuten reduziert werden.